Hallo, wir wollen heute mal hier Strandsteine setzen, damit ich hier einen kleinen Weg machen kann, praktisch vom Wintergarten, der ja auch noch im Bau ist, zu diesem vorhandenen Weg, der hier draußen ist. Ja, und damit fangen wir jetzt mal an, dass wir da erstmal ein bisschen Freiheit schaffen, dass man da gut rankommt. Und ich lasse die Kamera einfach wie immer mal wieder laufen. Wollte ich hier noch ein paar Löcher stopfen. Wir hatten ja im Winter hier reichlich Maulwurfshügel auf unserer Streuobstwiese. Und da sind jetzt noch so Krater übrig. Die will ich jetzt wieder ein bisschen auffüllen. Das ist jetzt erledigt. Jetzt haben wir die Löcher alle soweit zugemacht. Kann er, wenn er wiederkommt, wieder neue Gram. Der Mauli. Okay, jetzt weiter an die Baustelle. Ich habe mir jetzt erstmal die Steine hingelegt, wie ich den Weg nachher machen möchte. Das sind also dann 6 Steine in der Breite. Und ja, das reicht, um hier zu laufen, ist das wunderbar. Und das ist jetzt mein Maß für die Kantensteine, die ich jetzt setzen muss. Die ersten Steine sind gesetzt, was mich richtig ankotzt. Du kriegst überhaupt keine geraden Kantensteine mehr. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Die haben alle irgendwie einen Fiedelbogen. Ja? Vielleicht liegt es daran, dass das so Hornbachware ist oder so, weiß ich nicht. Aber man kann das hier glaube ich schön sehen, dass das ein richtiger Fiedel ist. Ich habe die jetzt nicht gekauft, ich habe die hier ausgegraben aus der alten Terrasse, die hier war. Wollt ihr dir natürlich jetzt weiter verwenden. Aber ist natürlich schon ärgerlich, wenn so ein Stein dann nicht absolut gerade ist, ja. Wenn er so einen Bogen macht. Aber gut, ist jetzt nicht zu ändern, werden verarbeitet, fällt nachher nicht groß auf. Gut, dann kommt jetzt die zweite Seite. Da machen wir jetzt weiter. Zweite Seite steht auch. Jetzt können wir in der Mitte noch ein bisschen ausheben. Das machen wir jetzt noch, damit wir dann den Kies aufbringen können.
Und wie gesagt, ich glaube, so kann sich das da sehen lassen. So ist es ein ganz guter Weg. Eine gute Stufe geworden. Wunderbar. Schönen Dank fürs Zusehen und noch einen wunderschönen Tag.